Saluton, carai amicoi de mia canalo Cosmografia. La facto che mi hodiau comenzas per Esperanto estas pro la proxima ligo de la museo cun la lingvo Esperanto. Pardon, dass ich heute mit Esperanto beginne, liegt an der engen Verknüpfung des Museums mit der Sprache Esperanto. Diese Landschaft liegt mitten in Europa. Findest du heraus, wo es ist? Mittendrin befindet sich unser heutiges Museum. Wo liegt es also? Nun, hier liegt Maastricht, hier Aachen, Eupen, Verviers und Lüttich. Das sind die Landesgrenze von Belgien, der Niederlande und Deutschland. Mittendrin eben liegt das Museum. Und um das Museum herum befand sich von 1816 bis 1919 ein neutraler Staat namens Neutral-Moresnet. Anfänglich ein Zankapfel zwischen den Preußen und den Holländern, welche die hier ansässige Zinkmine besitzen wollten. Durch die Niederlage von Napoleon wurde dieses 3 Quadratkilometer große Gebiet im Vertrag von Wien nicht klar den Siegermächten zugeschlagen. Dieser einmaligen Geschichte und die der Zinkmine ist das Thema des Museums Vielle-Montagne. Für mich eine hochspannende, mir bislang unbekannte Geschichte. Also, los geht's ins Museum. Die Ausgangslage zur spannenden Regionalgeschichte ist das Vorkommen von Zinkcarbonat, auch Galmei genannt, welches der Ortschaft den Namen Kelmis bescherte. Schon zur Römerzeit wurde hier abgebaut. Zink wird in Verbindung mit Kupfer zu Messing verarbeitet. Weit zurück liegen die ersten Konzessionen, welche auch hier interaktiv gezeigt werden. Durch eine neue Technik, welche Jean-Jacques Doni entwickelt hatte, konnte ab 1805 fast reines Zink hergestellt werden. Ergo eine Goldgrube. Wie im Intro schon gesagt, wurde der kleine Landzipfel zum Zankapfel zwischen Holland, später Belgien und Preußen. Durch die ungenaue zeichnerische Grenzführung auf dem Reißbrett entstanden bei den Verhandlungen im Wiener Kongress 1812 eine Pattsituation betreffend der Grenzzuhörigkeit. Der Flecken wurde neutral und von beiden Ländern gemeinsam verwaltet. Als Rechtsgrundlage wurde der Code Napoleon bestimmt, welcher den Warenschmuggel zwischen den beiden rivalisierenden Staaten stark förderte. Alkohol- und Kaffeeschiebereien sowie Spielstuben und Prostitution florierten. Die Bemühungen der Dorfgemeinschaft gänzlich unabhängig zu werden, gipfelte in diversen Provokationen seitens der externen Verwalter. Esperanto wurde zum Beispiel als offizielle Landessprache mit entsprechender Nationalhymne von den Einwohnern deklariert. Auch eine Briefmarke, die vom Verkehrsverein herausgegeben wurde, kamen im Umlauf, aber waren nie gültig. Effektiv frei wurde Neutral-Moresnet nie und 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde es Belgien zugeschlagen. Ein weiterer Ausstellungsraum wird ganz der Galmei-Mine gewidmet. Selbstverständlich kommt auch der Werkstoff Zink, seinem Abbau und seiner Verhüttung vertieft zum Ausdruck. Musik.
Ein geologisches Kabinett für den großen Überblick fehlt nicht. Auch interessant. Als Zinkzeiger gibt es spezielle Blumen, die sehr rar und geschützt sind. Ein Raum zur Eisenbahngeschichte befindet sich oberhalb des Empfangs. Eine florierende Mine braucht unbedingt einen Bahnanschluss, welcher 1871 in das neutrale Gebiet geführt wurde. Ein wichtiges Detail. Museumsbesuche bringen mir immer wieder neue spannende Erkenntnisse, so wie hier. Herzlichen Dank dafür, auch für die spannenden Gespräche im Anschluss. Tschüss!